Hallo, wir machen heute einen Schokoladenzauberkuchen, der eigentlich nur, kennt ihr bestimmt, der nur einen Teig hat, aber am Schluss nach dem Backen und nach dem Kühlschrank 3 Schichten haben soll. Ich hoffe, er klappt und gelingt uns. Und na, noch eins kann ich im Vorfeld noch sagen, und zwar, ich nehme wieder meine kleine Springform. Ich hätte diesmal wirklich gern eine quadratische oder rechteckige genommen, aber da die hier höher ist und ich die Befürchtung habe, dass meine zu niedrig sind, nehme ich jetzt halt die. Sonst hätte ich wirklich diesmal das eigentlich schöner gefunden, eine rechteckige oder quadratische zu nehmen. Diese hier hat jetzt bei mir 18 cm im Durchmesser. Und dann können wir eigentlich jetzt schon zu den Zutaten kommen. Und zwar, also die Backform, die habe ich jetzt, da habe ich jetzt unten Backpapier reingelegt und die Seiten etwas mit Butter beschmiert, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann brauchen wir 4 Eier, die ich jetzt schon hier getrennt habe. Dann 80 Gramm normalen Zucker, der ist hier unter den 80 Gramm braunen Zucker. Da sind jetzt beide jeweils mit 80 Gramm drin. Dann brauchen wir 1 Esslöffel Wasser, den hole ich dann gleich, wenn wir ihn brauchen, dazu. Dann habe ich 125 Gramm Butter, die brauchen wir aber flüssig, deswegen steht die auf dem Herd. Aber die hat es so gut wie jetzt geschafft, jetzt ist sie flüssig und genau die brauchen wir. Dann 70 Gramm Mehl, 40 Gramm Backkakao, eine Prise Salz und 500 Milliliter Milch. Und das war's schon. So, und wenn ich separat das Eiweiß brauche, dann fange ich immer am liebsten damit als erstes an, denn dann muss ich danach die Rührteile hier nicht extra auswaschen, sondern kann die gleich so weiter benutzen. Deswegen fangen wir auch direkt an und schlagen das Eiweiß auf. So, und jetzt habe ich den 1 Esslöffel Wasser gebraucht und den habe ich jetzt hier schon in der Schüssel drin. Und dann geben wir einfach die 2 Zucker Arten dazu, also braun und weißen, und unsere 4 Eigelbe. Und das können wir jetzt schaumig rühren. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommt die flüssige Butter dazu. Und das verrühren wir jetzt wieder. Wenn wir das gemacht haben, gebe ich jetzt noch die Prise Salz dazu. Ich siebe das zur Sicherheit einfach alles durch. Backkakao und das Mehl. Und dann heißt es wieder verrühren. Und jetzt können wir eigentlich weiter rühren und nebenbei lassen wir dann einfach die Milch reinlaufen. Und jetzt tun wir so in 3 Schritten den Eischnee vorsichtig unterheben, das ist ganz wichtig. Essentiell wichtig bei dem Kuchen. Also immer so kleine Flöckchen vom Eiweiß, die sollen sein. Also man soll es nicht ganz verrühren, sondern das ist ja der Grund, warum das dann so das Magische in den 3 Schichten kommt. Also das auf keinen Fall ganz verrühren. So, und ich gebe den Kuchen diesmal mit einer Schöpfkelle hier rein, weil ich die Befürchtung habe, dass der Teig doch etwas viel für die Form geworden ist. So, also der Teig hat doch fast gepasst. Ein ganz, ganz kleines bisschen ist jetzt noch übrig, aber ganz minimal. Und den Ofen habe ich jetzt schon auf 150 Grad vorgeheizt und da geht es jetzt hinein.
Wir sind auch schon wieder fertig. Und zwar der Kuchen ist bei mir jetzt nicht ganz perfekt geworden, weil diese einzelnen Schichten ein bisschen ineinander laufen. Ich habe die Befürchtung, weil ich den jetzt schon dreimal probiert habe und mich immer genau nach ans Rezept gehalten habe, dass es vielleicht bei mir einfach auch an meinem sehr, sehr, sehr alten Herd liegt. Oder ich habe ihn dann doch wieder nicht zu lange im Kühlschrank gelassen. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich finde auf jeden Fall, er ist zeitbar. Lecker ist er sowieso. Deswegen will ich ihn euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und jetzt sage ich euch, wie lange er im Ofen war. Und zwar bei den 150 Grad war er 80 Minuten im Ofen. Und dann würde ich ihn mindestens, aber mindestens 2 Stunden im Kühlschrank lassen. Und ja, jetzt würde ich sagen, zeige ich ihn euch aus der Nähe. Denn zeigbar ist er dennoch. So, und ich hoffe, man sieht es. Und zwar hier unten ist ja dieser festere Bestand. Hier seht ihr ja noch so einen flüssigeren Pudding und dieser Pudding, der hätte hier mehr noch intensiver sein müssen. Und hier oben ist ja dieses Fluffige. Also es ist halt ein bisschen ineinander verlaufen. Und aber dennoch ist es ein leckerer Kuchen und deswegen will ich ihn euch auch zeigen. Und jetzt macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!